Anfang steht der Traum vom Fliegen. Graf Ferdinand von Zeppelin baut die ersten Luftschiffe. Doch 1908 ereignet sich ein schweres Unglück. Erst eine große Volksspende ermöglicht die weitere Produktion. Sie legt den Grundstein der Zeppelin-Stiftung. 1910 wird Alfred Graf von Soden-Fraunhofen Leiter der Versuchsabteilung der Luftschiffbau Zeppelin GmbH. Sein Ziel? Die Technik der Luftschiffe zu optimieren. Dies gelingt durch die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Ingenieur Max Mark. Sein spezielles Schleifverfahren für Zahnräder ist eine Revolution. Graf von Soden erkennt die Relevanz der Entwicklung. 1915 wird ZF in Friedrichshafen gegründet. Eine Zahnradfabrik für Fahrzeuggetriebe aller Art. Automobile sind der neue Markt. Alfred Graf von Soden entwickelt ein Viergang-Vorwahlgetriebe ohne Schalthebel. Kommerziell kein Durchbruch. Technisch jedoch wegweisend. Der wirtschaftliche Erfolg kommt einige Jahre später. Bei der Berliner Autoschau präsentiert ZF das Einheitsgetriebe für Automobile. Mit weiteren Innovationen etabliert sich ZF auf dem Markt. Das Aphon-Getriebe ermöglicht Fahren ohne störende Geräusche. Auch Lenkungen gehören zum Portfolio. ZF erhält die Fertigungslizenz für die Rosslenkung. Am Anfang der 30er Jahre profitiert ZF vom Automobilboom. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges produziert ZF fast ausschließlich für die Rüstung. Offenen Widerstand gegen das NS-Regime gibt es nicht. Zu Kriegsende besteht die Belegschaft zu über einem Drittel aus Zwangsarbeitern. Nach Kriegsende beginnt der Wiederaufbau der zerstörten Werke. Mit dem Automobil Champion entwickelt ZF einen fahrbaren Untersatz für jedermann. In Serie geht das Modell jedoch nicht. ZF kehrt zurück zu den eigenen Wurzeln und konzentriert sich auf den Getriebe- und Lenkungsbau. Langsam erholt sich das Unternehmen und kann Ende der 50er Jahre bereits 80 Lehrlinge in Friedrichshafen begrüßen. Und dann war die ZF interessiert, hat halt junge Leute gebraucht. Und nach der Währungsreform ging das ja auch ziemlich steil nach oben. Die Produktpalette wird erweitert. ZF fertigt neue Baureihen. Antriebs- und Lenkungstechnik für Nutzfahrzeuge und Ackerschlepper. Mit der Gründung von ZF do Brasil ist ZF erstmals auf einem anderen Kontinent vertreten. Für die Belegschaft ein großes Abenteuer. Wir waren eine junge Mannschaft und wir haben gesagt, das schaffen wir und das wollen wir. Wir haben alle zusammengehalten und haben tatsächlich das Boot flott gekriegt. Auch beim Rennsport wird ZF international. In den 60er Jahren gewinnt der Lotus-Formel-1-Fahrer Jim Clark mit einem ZF-Getriebe zwei Weltmeisterschaften. ...1965 revolutioniert ZF die Automobiltechnik auf ein neues. Mit dem ersten Automatgetriebe für Pkw.
Straße und abseits der Straße. In der Luft und auf Schienen. In den 70er Jahren wird die Produktpalette immer breiter. Energie und Effizienz. EcoSplit wird zu einem der erfolgreichsten Nutzfahrzeuggetriebe. Mehr Komfort für den Fahrgast und lange Haltbarkeit. Ecomat wird zum führenden Busautomatgetriebe in Europa. Seit 1986 ist Lenken dank der Servotronic komfortabler. Auch bei rasanter Fahrt bleibt das Steuer fest in der Hand. Die Elektronik regelt die geschwindigkeitsabhängige Lenkkraft. ZF entwickelt sich zu einem weltweit führenden Technologiekonzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik. Durch Akquisitionen wie die Lemförder Metallwaren AG, die Mannesmann Sachs AG und TRW ist ZF gerüstet für neue Herausforderungen. In 100 Jahren von der Zahnradfabrik am Bodensee zum globalen Technologiekonzern mit über 134.000 Mitarbeitern und 230 Standorten in 40 Ländern. Die nächsten 100 Jahre können beginnen.